Hallo miteinander. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie man für ein Prüflos, für das auch die physikalische Prüfung bereits durchgeführt worden ist, die Ergebnisse erfassen kann. Im SAP-System gehe ich über den Pfad Logistik, Qualitätsmanagement, Qualitätsprüfung und jetzt über den Arbeitsvorrat. Denn hier sind alle Prüflose enthalten, die momentan im System zur Verfügung stehen. Da gibt es eine eigene Anwendung für die Ergebniserfassung. Wenn ich die Anwendung starte, kann ich jetzt selektieren über vier verschiedene Registerkarten, meinetwegen über das Material oder über den Lieferanten, der mich beliefert hat oder ähnliches. In meinem Falle, deswegen nehme ich die Registerkarte Prüflosnummer. Ich habe die Prüflosnummer nämlich hier schon vorliegen. Selektiere ich entsprechend über das Prüflos, auf Ausführen. Jetzt bekomme ich hier auf der linken Seite zunächst einmal angezeigt, was für Vorgänge sind denn in diesem Prüflos entsprechend abzuarbeiten und zu jedem Vorgang die entsprechenden Merkmale, die wir dienen. Die Ergebnisse, die hier jetzt erwartet werden, sind sogenannte summarische Ergebniserfassungen, die ich durchführen muss. Das heißt, 20 sollten geprüft werden. Genauso viele werden dann ja in der Regel auch geprüft. Und hier will er haben die Anzahl der fehlerhaften Einheiten. Wenn nichts fehlerhaft war, entsprechend eine 0. Sobald ihr die Eingabe mit Enter bestätigt, wird eine Auswertung durchgeführt. Zum einen bekomme ich hier zum Thema Bewertung die Aussage, das ist eine Annahme. Hier vorne sehe ich das in dieser Übersicht aber auch nochmal. Und im Explorer sehe ich hier auch nochmal einen grünen Punkt. Das heißt, ein Ergebnis ist erfasst. Dieses Ergebnis hat eben zur Annahme geführt. Wäre das Ganze rot, wäre das entsprechend eine Rückweisung. Den zweiten Punkt, ich soll auch noch gucken, welcher Füllstoff wurde benutzt. Ich habe das bei einer dieser Lampen entsprechend geprüft. Und wenn ich jetzt in das Feld hineingehe, sehe ich, dass ich hier plötzlich die F4-Hilfe zur Verfügung habe. Bedeutet, hier werden mir bestimmte Dinge zur Auswahl angeboten und genau aus diesem Auswahlpaket kann ich jetzt auch entsprechend wählen, was auch immer für einen Füllstoff ich gefunden habe. Ich möchte jetzt bei diesem Prüflos einfach mal nur mal positive Ergebnisse haben, also sage ich Schaumstoff. Auswählen, er übernimmt das entsprechend. Wenn ihr hier reinschreibt und Enter drückt, bekommt ihr grundsätzlich einfach nur eine Fehlermeldung. Auch nochmal ein Hinweis darauf, dass wir dann eben über die F4-Hilfe den Katalog, der da im Hintergrund angebunden ist, zu verwenden hat. Auch hier jetzt das Ganze grün. Ersten Punkt habe ich abgehakt. Ich gehe in den zweiten Vorgang. Dafür muss ich natürlich die Daten des ersten Vorganges sichern. Sehe ich, Mensch, ich kann ja hier gar keine Eingaben machen. Das liegt daran, es gibt nicht nur summarische Ergebniserfassung, sondern es gibt auch noch andere Ergebniserfassungsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt hier also zur Oberflächenbeschaffenheit oder zum Durchmesser Aussagen treffen möchte, muss ich einfach hier links in diesem Explorer auf das jeweilige Merkmal klicken und dann sehe ich hier, okay, hier gibt es wieder gewisse Vorgaben. Wie viele von den 100, die geprüft worden sind, sind denn verschmutzt, zerkratzt, klar oder matt? Ich gehe jetzt davon aus, dass alles in Ordnung war, also 100 Stück matt, Eingabe mit Enter bestätigen, die Auswertung findet wieder statt, wird auch entsprechend wieder übertragen. Der Durchmesser, hier müssen jetzt die Messungen, die durchgeführt worden sind, zusammengefasst werden. Man spricht von einer klassierten Ergebniserfassung. Ja, und meinetwegen 50 Stück lagen in diesem Bereich und 50 Stück, die ich gemessen habe, Blödsinn, ich soll ja nur 20 Stück prüfen. Jetzt wieder zurück, Marsch, Marsch. Also 10 Stück lagen in diesem Messbereich, 10 Stück lagen in diesem Messbereich. Enter, Auswertung findet statt. Auch hier sehe ich, das Ganze ist wieder grün. Elektrische Prüfung, nachdem ich das Ganze gespeichert habe. Auch hier wieder. Hier Leistungsaufnahme und Lebensdauerprüfung. Bei Leistungsaufnahme kann ich überhaupt wieder nichts eingeben. Ich muss also wieder auf den eigentlichen. Das eigentliche Merkmal erstmal verzweigen. Jetzt sehe ich, dass ich drei Messwerte erfassen soll. Ich habe also eine Einzelwerterfassung. Und das Ganze soll haben 60 Watt. Und das waren meinetwegen auch jetzt überall 60 Watt. Enter. Ihr fragt dann nochmal nach, willst du wirklich annehmen? Ich könnte jetzt nochmal sagen, nee, obwohl die Werte gut sind, ich will eine Rückweisung haben, was natürlich blödsinnig ist. Alle. Okay. Letztes noch die Lebensdauerprüfung. Zwei soll ich prüfen. Ja, eine Lebensdauerprüfung dauert natürlich eher ein bisschen länger als nur 2 Minuten. Ja, wie sinnvoll das jetzt ist, ist egal. Es ist jetzt nur ein Beispiel. Fehlerhaft sind 0. Enter.
Und ihr merkt, er nimmt das gar nicht. Das ist so eine Sache. Gehe ich nochmal in den Vorgang rein. Hier sehe ich immer noch die 0, aber wenn ich Enter drücke, er übernimmt die Information nicht. Was ich jetzt machen kann, wenn er nicht selbstständig die Zeile abschließt, kann mit dieser Schaltfläche auch jederzeit ein Merkmal abschließen, beziehungsweise wenn es schon abgeschlossen ist, mit dem Schloss daneben ist, wieder in Bearbeitung setzen, wenn ich irgendwas korrigieren möchte. Ich gehe hier auf Abschließen. Jetzt sagt er, okay, es geht um dieses Merkmal. Willst du vielleicht noch irgendeinen Kurztext erfassen? Möchte ich an dieser Stelle nicht, weil es ist ja alles in Ordnung. So, und nun hat er es gezogen. Auch hier ist jetzt die Bewertung erstmal angenommen, sehen wir hier auch, aber er hat es nicht übernommen. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen merkwürdig. Hier wieder drauf. Eine weitere die Möglichkeit, die ich noch habe, obendrauf sozusagen, Abschluss erzwingen. Jetzt habe ich auch hier die Anzeige auf grün gesetzt. Das heißt, das Ergebnis, was hier schon entsprechend auf Annahme bewertet worden ist, ist jetzt auch endgültig akzeptiert worden. Jetzt das Ganze nur noch abschließend sichern. Anwendung verlassen. So, und wer das Ganze jetzt nochmal kontrollieren möchte, ob das denn jetzt auch alles geklappt hat, der lässt sich das prüflos einfach nochmal anzeigen. Und dann sehe ich jetzt auch hier oben im Status durch das im Systemstatus durch das Kürzel ERG, Ergebnisse sind erfasst worden. Statusdetails kann ich das nochmal genau nachprüfen. ERG, Ergebnisse sind rückgemeldet. Also, alles wunderbar, alles soweit vorbereitet, dass jetzt im nächsten Schritt der Verwendungsentscheid getroffen wird. Ich hoffe, damit konnte ich euch auch wieder ein bisschen weiterhelfen. Auf Wiedersehen.